Ja, also das ist durch das lange Malen habe ich eine sogenannte Schütteldysfunktion. Das kommt einfach durch die ständigen Schüttelbewegungen mit der Dose, dass das quasi zu einem Reflex geworden ist. Und das erschwert mir teilweise meinen Alltag leider ziemlich, da ich ständig irgendwie gezwungen bin, Dinge zu schütteln. Und es ist sehr schwierig, das unter Kontrolle zu halten. Bin aber deswegen auch schon in Behandlung und hoffe, dass das bald mal besser werden sollte. Also, wenn ich jetzt auf andere Sprühe treffe, was natürlich oft vorkommt, versuche ich das dann meist zu überspielen und tue halt so, als wäre es jetzt ein Versehen gewesen oder so. Aber mir ist es dann natürlich schon unangenehm. Und so kommt es dann schon immer wieder mal zu peinlichen Situationen. Also ich bin dann immer mehr in diesen Reflex reingefallen und der hat immer stärker mein Leben übernommen. Meine Familie hat mich dabei sehr unterstützt. Die hat mir dann spezielle Trainingsgeräte gekauft, die ich benutzen habe können, um diesen Reflex irgendwie zu nutzen. Idiot.